Hallo Zockerfreunde, weiter geht's in Fallout 4. Wir haben ja das letzte Mal diesen Prototypen geholt. Unter denen hatte ich mir eigentlich was anderes vorgestellt. Na ja, gut, wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal hier wieder raus. So. Nee. Gut. Machen wir uns hoch. Ja, Hund ist diesmal mit dabei. Und wo ist der Typ? Na gut. Und jetzt? Geht's da? Ah! Ach, das ist ja cool. Das war dann hinter einem Schrank. Du bleibst drin. Das war hinter einem Schrank. Das ist ja geil. Hätte man den Knopf hier so gesehen? Jo, hätte man. Aber ich glaube, hier war ich noch nicht. Bin ich mir ziemlich sicher. Hier liegt nämlich noch alles. Na gut. Packen wir das ein. Was wir einpacken können hier so, ne? Nehmen wir alles mit. Da haben wir noch eine Kuchenform. Hier ist noch ein Eimer. Nichts liegen lassen. Wir putzen hier richtig sauber. Wird alles fein säuberlich geputzt. Nein, das putze ich nicht. Das gehe ich hier mal gar nicht. Das putze ich nicht. Bin ja schließlich hier nicht die Putzfrau. Okay, machen wir uns weiter. Gut. So, Moment mal, ich höre Schritte. Oh, warte mal. Bewegung entdeckt. Seltsam. Oh, warte mal. Da, ich muss mal da hoch. Die schießen auf meinem Hund. Warte mal, warte mal, warte mal. Hey, hey, wo schießt ihr denn? Hallo, lass meinen Hund in Ruhe. Voll betriebsfähig. Da! Ich glaube, es hackt. Lasst meinen Hund in Ruhe. Glaub jawohl. Echt mal. Der arme Hund. Der blutet. Ist ein Bluthund. Jetzt ist es definitiv ein Bluthund. So, wenn wir hier schon mal beim Putzen sind, beim Ausputzen und so, ne, wegputzen, dann machen wir das auch gründlich. So. Okay, nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit. So, gut. Ich denke, hier haben wir reichlich gelootet und wir müssen jetzt, Moment, Moment, Moment. Wir müssen zur Railroad zurück, meine ich. Ja, genau. Da wollen wir hin. Okay. Dann hier mal rein. Dann bringen wir da mal den Prototypen hin. Und mal gucken, was daraus wird. Warte mal, wo ist eigentlich der Typ hin? Okay. Nein, der wird schon nachporten oder sowas. Machen die ja irgendwie immer. Gehen wir hier runter. Und bringen den Prototypen rein. Und ich hatte mir wirklich unter den Prototypen was anderes vorgestellt. Ich habe gedacht, wir finden irgendwie so einen Prototypen von so einem Roboter oder so. Ne? Egal. Macht ja nichts. Ach, er ist schon da. Wie hast denn das gemacht? Und die Neue hat mich zusammengeflickt, mich über ihre Schulter geworfen und sich den Weg durch den Rest des Gebäudes freigekämpft. Die ganze Zeit über mit dir auf den Schultern? Unglaublich, nicht wahr? So kann man es auch ausdrücken. Deacon hat mir erzählt, dass du im Alleingang Carringtons Prototypen gesichert, ein Minenfeld entschärft und 100 Gen 1 Synths erledigt hast. Ach, ist das auch nur ansatzweise wahr?
Ne, ich meine, er hat zwar ein bisschen übertrieben, aber... Nehmt ihr mich dann auf? Jedes einzelne Wort davon. Und das war noch untertrieben. Ganze 100 Stück. Das kann ich mir nicht mal vorstellen. Siehst du? Hab ich doch gesagt, Boss. Ich bin davon ausgegangen, dass Deacon ein ganzes Team inklusive Glory braucht, um diesen Prototyp zu sichern. Stattdessen habt ihr zu zweit das gesamte Switchboard gesäubert. Es wäre Wahnsinn, sie nicht aufzunehmen, Daz. Du hast Deacon ganz schön beeindruckt. Er hat noch nie in so hohen Tönen von jemandem geschwärmt. Wahrheit hin oder her. Willkommen bei der Railroad, Agent. Ja, finde ich gut. Ja, schließen wir uns an. Freut mich, an Bord zu sein. Das war ja der Plan. Offenbar haben wir großes Glück, dich auf unserer Seite zu wissen. Du bist also dabei. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wie wir dich nennen sollen. Geheimnisse. Putzfrau. Ich hab da hinten aufgeputzt. Dazu gehören auch Codenamen. Wie lautet deiner? Ausputzer? Habt ihr mich gehört? Ernsthaft? Ich glaube, die... Ausputzer. Nehmen wir auf jeden Fall. Ausputzer. Ausputzer passt bestens. Dein erster offizieller Auftrag ist es, Dr. Carrington seinen Prototypen zukommen zu lassen und ihm deine Hilfe anzubieten. Aber zuerst möchte ich dir den Rest der Bande vorstellen. Der Standort unseres Hauptquartiers ist eines unserer bestgehüteten Geheimnisse. Es wird wieder Zeit. Sei also vorsichtig, Chirurgie. Wenn du kommst oder gehst. Hey, nächstes Mal will ich bin jetzt der Ausputzer. Ich bin der Ausputzer. Ihr habt mich gehört, oder? Ihr habt gehört, was ich gesagt habe, oder? Ich weiß nur nicht, soll ich das jetzt witzig finden oder soll ich jetzt nervös sein? Ausputzer. Ich glaube, so, die haben mich gehört. Hier ist es. Hat zwar nicht den Komfort des Switchboard, aber es ist sicher. Und wir haben Vorkehrungen getroffen, damit wir nicht noch einmal überrascht werden. Ja, im gut. Moment läuft alles ein wenig chaotisch. Darf also ich jetzt mit... eine Menge für dich das zu tun. Das sieht nicht aus, als wäre es geklaut. Nein, sie schießen nicht auf mich. Finde ich gut. Bei dem Fehler, den hatte ich nämlich schon bei, Dings gemacht. Bei, Ich könnte davon der wohl Bruderschaft. Was tragen. Ne? Da habe ich versehentlich die falsche Rüstung angezogen. Sie war mit Deacon zusammen auf dem Switchboard-Einsatz. Sie ist mit sofortiger Wirkung ein vollwertiger Agent. Ich verlasse mich darauf, dass ihr alle ihr zeigt, wie die Dinge laufen. Heißt sie bei uns an Bord herzlich willkommen. Das war alles. Alle willkommen in der Familie. Aktiv. Wir sind ein bunter und durchaus verrückter Haufen. Und du bist jetzt mit dabei. Ach ja, wenn du einen Begleiter möchtest, lass uns doch einfach okay, wieder zusammen losziehen. Okay, seltsame Begrüßung. Eine seltsame Art, Hallo zu sagen. Verarbeitung verbaler Eingaben vorübergehend nicht möglich. Verarbeitung läuft. Vorbereitende Anpassungen an statistische Modelle abgeschlossen. Beginne mit der Vorstellung. Ich war, bin und werde wahrscheinlich sein. Ham. Prädiktive Analysemaschine. Schön dich kennenzulernen. Schön dich kennenzulernen, Pam. Vorstellungstoken erkannt. Schön, auch Sie kennenzulernen. Unbekannte Person, ich liefere Näherungen erster Ordnung des Verhaltens aller Einwohner der als Commonwealth bezeichneten Region. Formuliere neu. Ich sage die Zukunft voraus. Das ist erstaunlich auf Was? Jeden Fall. Das ist erstaunlich. Vorsicht. Biologische Lebensformen verhalten sich unregelmäßig, unberechenbar. Alle Ausgaben weisen eine extrem hohe Fehlerquote auf. Ja, trotzdem. Auch wenn du manchmal falsch liegst, ist das unglaublich. Ich wiederhole. Vorsicht. Es wird als unklug erachtet, sich auf Vorhersagen dieser Einheit zu verlassen. Operation abgeschlossen. Sie sind eine abtrünnige Variable. Keine aktuellen oder vorherigen Modelle sagen ihre Anwesenheit oder Existenz voraus. Frage, was ist ihr Ursprungsort? Ich komme aus Vault 111, falls du das meinst. Greife auf Daten zu. Vault 111. Cryo-Vault. Angeblich zerstört. Konversation bis zum Aufbau einer neuen Wahrscheinlichkeitsmatrix beendet. Umformulierung. Auf Wiedersehen. Okay. Wieso habe ich jetzt nach oben geguckt? Hey Neuling, mein Name ist Tom. Das ist doch unser neuester Agent. Mein toller Job ist es.
Gut, ich will aber erstmal hier, ne, gucken, was ich hier so alles mitnehmen kann. Ne, ich bin ja hier der Ausputzer. Ich frage mich nur, wie die da drauf kommen. Hi. Wir haben gerade viele Synths im Spiel. Das macht die Sache echt gefährlich. Ja, genau. Und ich putze. Zack, 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 zack. Tisch sauber. Hast gesehen? So, nehmen wir das auch mit. Vor Glory hast du bestimmt noch nie einen Synth getroffen. Hast du eine Ahnung? Schön, dich an Bord zu haben. Warte, bevor du bei uns eingestiegen... Ja. Ups. Das war der falsche Knopf. Sorry. Ich hab euer Regal erschossen. Vielleicht könnt ihr es ja noch retten. Ah, da ist auch noch was. Hey, hier, warte da. Abbrechen. Du solltest mir nicht vor der Linse rumlaufen. Hey, warte mal. Hey. Nein, 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 bleib Komm stehen. Schon. Hey. Warte mal, folgst du mir? Gut. So, und nee, weil ich will nämlich in der nächsten Mission ihn dabei haben, auf jeden Fall. Der hält mich zwischendurch. Warte mal. Aha. Das können wir auch mitnehmen. Hier, das Clipboard nehmen wir auch mit. Du musst vorsichtig sein, Mann. Das Institut ist überall. Ja. Das haben wir auch schon festgestellt. Nein, das machen wir aus. Das nehmen wir noch mit, das nehmen wir noch mit. Das, das, das. Was haben wir hier noch? Gut. Weil das ist nämlich auch alles Material, das man verwenden kann. Brauchen wir auf jeden Fall. Nimm den Hintereingang. Gut, wenn okay. Wenn zu viele Leute durch die Church gehen, fliegt das Versteck auf. Ich will jetzt erstmal gucken, dass ich den Prototypen dem richtigen gebe. Ich hoffe, ich finde den hier. Oder hat sie den schon? Oder habe ich ihn noch bei mir? Auf jeden Fall muss ich hier... Genau. Achte darauf, dass dir hier niemand folgt. Dann Na, also. Auch wir was immer das auch ist. Reden wir mal mit dem. Düsteldorf hätte sicher ein besseres Hauptquartier als das finden können. Ja. Desdemona hat gesagt, dass ich dir das hier geben soll. Das zu finden war eine herausragende Tat, aber darum geht's gar nicht. Du hast keinerlei Ausbildung und wir kennen dich kaum, aber trotzdem nimmt es dich bei uns auf. Ja. Wäre schön gewesen, wenn sie das mit ihrem Stellvertreter besprochen hätte. Aber passiert ist passiert. Du kannst wenn mich du schon leiden, mal hier oder? Bist, kannst du auch etwas für uns tun. Ja, ich bin auf jeden Fall hier, um zu helfen. Sag ne? mir, was du brauchst, Doc. Einer unserer Feldagenten, der alte Stockton, braucht Hilfe bei einem entlaufenen Synth, H222. Also löscht das Hauptquartier wie üblich die Feuer, die anderen zu viel Arbeit machen. Der paranoide alte Kauz verrät uns nicht mal das Problem. Er besteht darauf, dass wir uns die Info aus einem toten Briefkasten holen. Okay, jo. Paranoid aus bestimmten Gründen. Sag mal, kann es sein, dass du jeden hasst? Gibt es eigentlich überhaupt Menschen, die du magst? Oh, ich wusste nicht, dass das hier ein Beliebtheitswettbewerb ist. Ich dachte, wir retten einfach nur Synths. Mein Fehler. Der tote Briefkasten ist ein Briefkasten mit einem Warnsignal. Wir verwenden diese Art der Kommunikation häufig. Also halt die Augen offen. Wenn du Stockton triffst, verrät er dir nicht mal die Uhrzeit, bevor du ihm nicht das korrekte Gegenzeichen gegeben hast. Das aktuelle Zeichen ist, hast du einen Geigerzähler? Das Gegenzeichen dazu lautet, meiner ist in der Werkstatt. Zumindest das hat Deacon dir doch beigebracht, oder? Ja, habe ich. Na gut, versuch mal, ihn mal ein bisschen freundlicher zu stimmen. Vertrau mir bei der Sache. Ich bekomme das schon hin. Du hörst dich tatsächlich recht überzeugend an. Stockton ist ein wichtiger Geschäftsmann in Bunker Hill. Der tote Briefkasten ist dort irgendwo. Über den Fluchttunnel hinten raus bist du schneller. Okay, Fluchttunnel hinten raus? Ja, keine Ahnung. Es zeigt in diese Richtung. Ich weiß nicht, wo hier ein Fluchttunnel hinten raus ist. Egal. Wir machen uns hier raus. Und dann schauen wir mal. Ne? Dass wir zu dem da hinkommen. Also erstmal müssen wir auf jeden Fall zu diesem toten Briefkasten, wenn ich das richtig verstanden habe. Dort müssen wir irgendwie irgendwas abholen. Ich gucke aber auch immer wieder auf diese Kiste. Ist echt, das ist echt schlimm. Dabei ist ja längst nichts mehr drin. Meine Fresse.
Ja. Gut, machen wir uns hier raus. Gut. Auf zum toten Briefkasten. Muss ich jetzt gleich erstmal auf der Karte gucken, wo dieser tote Briefkasten ist. Vielleicht können wir uns ja da irgendwie in die Nähe porten. Das ist der... Ach, da oben. Ich würde sagen, ich mache mal eine Schnellreise von da nach da. Ne? Das sind zwar nur zwei Häuserchen, aber egal. Vielleicht geht es ja von da aus, sah zumindest aus, als wenn es von da aus schneller ginge. Gucken wir uns an. Werden wir sehen. Ich glaube, gelaufen wäre schneller als das jetzt, als zu warten, bis das hier geladen ist. Ach, moin! Wir müssen in diese Richtung. Ja, die haben wir ja schon kennengelernt. Die sind nicht böse, die tun uns nichts. Solange wir denen nichts tun, denke ich. So, und wir müssen... Echt jetzt? Wir müssen auf die andere Seite? Gut, dann würde ich sagen... Machen wir es ganz schlau. Ab durchs Wasser. Okay. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, aber hey, versuchen wir das. Hoffentlich ersaufen wir hier unten nicht. Okay. Wir kommen langsam wieder raus. Schön. Einmal quer durchs Wasser. Ja, dass ich mit der Rüstung nicht schwimmen kann, das hätte mir vor vornherein klar sein sollen. Aber egal. Oh, warte mal, ein Milord. Futsch. Ne, nicht, dass der noch zu uns kommt und ne, von uns irgendwas will. Obwohl, looten können wir den eigentlich auch noch. Überlege ich gerade. Wenn man schon platt machen, warum nicht gleich looten? So. Genau. Wollen ja die Munition nicht umsonst verschwendet haben. Was? Irgendwas hat hier gerade geklingelt. Okay, da ist der tote Briefkasten. Haben wir abgeschlossen. Tote Briefkasten. Triff dich mit dem alten Stocken. Okay. Gut, wir müssen die Richtung... können wir hier durch einfach so? Quer durch? Ja, sieht gut aus. Wäre blöd gewesen, wenn das jetzt eine Sackgasse gewesen wäre. Dadurch. Würde ich sagen. Nein. Sau blöd. Das war keine Abkürzung. Gut, dann... Kommen wir da überhaupt drüber? Gehen wir hier mal durch. Da draußen, irgendwo. Warte mal. Schießt du gerade auf meinen Hund, du Depp? Glaub ich ja wohl nicht. Erledigt. Das nehmen wir auch mit. Hier ist doch... Warte mal. Irgendwo da, ne? Oh, nicht gut. Ich hasse diese Brandbomben. Okay, der ist erledigt. Der hat sich selbst erledigt. Warte mal. Komm, machen wir die mal weg. So. Wow. Ihr habt aber echt harte Munition. Wo ist denn der Depp? Da oben. Ja. Erledigt. Hier nicht nochmal. Gut, ich will da aber jetzt nicht hin, weil ich habe nämlich eigentlich ganz andere Pläne. Das gibt's ja nicht. Überheblichkeit? Ihr schreit doch ständig, ihr seid die Zukunft. Wo ist denn der? Wo ist denn der Spacken? Wo du hin, hä? Ich dich finden, dich umbringen. Warte mal. Jetzt räume ich hier auf. Hättest mich einfach mal in Ruhe gelassen. Wäre das für dich alles gar nicht so schlimm geworden.
Wo sind die denn alle? Echt mal. Da schießt doch was. Erledigt. Noch mehr? Hey, verschwunden. Nicht fair. Wo bist du denn? Wo ist denn der Spacken, hä? Ich dich da draußen riechen können, kleine Schleichratte. Kleine Schleichratte? Echt jetzt? Na gut, ich will aber langsam mal weiter. Ich muss in diese Richtung immer noch. Halt, warte mal. So, ich hoffe, jetzt geht's dir besser, Hundi. Jemand da? Ich sehe den da nicht. Ist mir jetzt auch egal. Ich will mal weiterkommen hier. Warte mal. Du hast ja bestimmt... Nee, den habe ich wohl schon gelootet. Gut. Machen wir uns hier weiter. Da geht's nicht durch. Aber irgendwie muss ich da in diese Richtung. So wie es ausschaut. Ah! Hier scheint es reinzugehen. Okay, das sieht ziemlich offen. Da muss ich wahrscheinlich irgendwo rein. Gut, schauen wir mal. Gucken wir da rein. Wenn wir da irgendwo reinkommen. Ich hätte jetzt gedacht, dass es hier irgendwo ist, aber nö. War es doch nicht. Das wäre mal cool, wenn man so ein Auto hier noch irgendwie so funktionstüchtig finden könnte und damit dann rumgurken. Das wäre geil. Das wäre doch mal richtig nice. Oder wenn man so ein Auto reparieren könnte oder so. Ne? Gut, also hier müssen wir hin. Schießen tut jetzt aber keiner auf uns, oder? Warte mal. Oh nee, das wäre gestohlen. Das machen wir nicht. Wie gesagt, so einen Fehler habe ich bei der Bruderschaft schon gemacht. Hallo Mädel. Hallo, ich bin Meg. Bist du neu in Bunker Hill? Für 10 Kronkorken kann ich dich rumführen. Niemand kennt den Ort so gut wie ich. Hey, coole Sache. Dann mach das doch mal. Klar, ich mach die Tour. Zuerst die Bezahlung. Danke. Der Markt ist da hinten, die Bar an der Ecke und die Toilette ist da an der Wand. Tschüss. Was? Das war alles? Das war echt jetzt alles? Das waren ganze 10 Kronkorken. Ganze 10 Kronkorken. Pro Kronkorken hättest du mir eine Sehenswürdigkeit zeigen müssen. Oh nein, hier darf ich nichts mitnehmen. Wahrscheinlich Arthritis. Eine Entzündung der Gelenke kombiniert mit dem Luftdruck führt zu schmerzhafter Reibung. Da. Okay. Den brauchen wir. Grüße, mein Freund. Dürfte ich fragen, ob du vielleicht einen Geigerzähler hättest? Gegenzeichen? Meiner ist in der Werkstatt. Du? Ich hätte mit einer besser bewaffneten Person gerechnet. Das ist ja wohl ein Scherz, oder? Du gehörst oder? Zu unseren gemeinsamen Freunden, nicht wahr? Besser bewaffnet als ich? Willst du mal mein Arsenal sehen? Okay. Ich gehöre zur Railroad. Ja, ich gehöre zur Railroad. Vielleicht solltest du etwas leiser sprechen. Und dir deine Worte ein wenig besser aussuchen. Du bist neu, oder? Du musst nur wissen, dass das hier der erste Halt für alle neuen Pakete ist. Also ist es wichtig, dass hier alles sicher abläuft und es keine unnötigen Verzögerungen gibt. Okay. Genug drumherum geredet. Verzögerungen sind schlecht. Keiner mag Verzögerungen. Ist schlecht fürs Geschäft. Mein aktuelles Paket ist jetzt schon deutlich zu lange in meinem Besitz. Ich soll das Paket an einem Ort in der Nähe abliefern. Aber Raider verkomplizieren die Angelegenheit. Könntest du also... So gut wie erledigt. Dann muss ich also nur ein paar Raider umnieten? Schon erledigt. Ich mag dich jetzt schon. Die Lieferung soll nachts stattfinden. Wenn du also alle unerwünschten Elemente vor dem Abend beseitigst, können wir sie noch heute durchführen.
Wir sehen uns. Gut, das heißt, wir müssen jetzt ein paar Raider wegputzen. Ja, wir sind ja die... Ich bin versucht, zur Railroad zu gehen bei all diesem Scheiß. Ich weiß nicht. Putzer die oder Leute wie auch immer. Was tun, seit wann machst du dir denn etwas Abputzer. Aus Zins? Darum geht's nicht. Okay, wir müssen... Oh, da habe ich noch nichts entdeckt. Nur die Railroad stellt sie dem Institut entgegen. Garys Frau. Entführt. So. Diese Siedlung von der Lucas Miller. Gut, wir müssen auf jeden Fall hier ausgelöscht. Raus. Ja. Hier ist so einiges ausgelöscht, wie ich festgestellt habe. Du da, Karawane oder Raider? Nur ich. Ich bin allein hier. Selbstständig, was? Okay, komm rein. Aber keine Schießerei. Der Markt hat geöffnet. Du kannst handeln, so viel du willst. Ich bin gerade auf dem Weg wieder nach draußen. Mann, Mädel. Bis du was mitkriegst, da bin ich schon längst da drin durch und hab alles umgenietet. Okay, wir müssen da auf jeden Fall aufräumen. So, gehen wir hier durch. Egal, was da kommt. Warte mal. Hier hatte ich ja schon so ein bisschen was weggenietet. Gut, gehen wir in die Richtung weiter. Und dann machen wir mal ein bisschen den Schleichmodus. So ein bisschen langsam, dass wir wieder zur Puste kommen. Und... Voll. Warum rennst du nicht? So, was heißt rennen? Rennen tue ich natürlich nicht mehr, aber ein bisschen schneller gehen. So, warte mal. Weg. Warte mal. Hier muss ich wohl aufputzen. Okay. Warte mal, ich will mal gerade schauen. Ja, ja. Ist nicht mein erstes Feuergefecht, du Penner. Warte mal. Da drin, also. Okay. So, erledigt. Wo ist die nächste? Erledigt. So, ein bisschen hier noch looten. So. Gut. Wie lange willst du denn noch durchhalten? Mach mal so. So. Da ist noch wer. Da ist noch wer. Na komm, 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 komm. Ist denn wahr? Und halt den mal fest hier. So, warte mal. So. Echt jetzt? Ja, ja, wir wollen alles. Wir wollen alles. Die haben teilweise so viel Zeug dabei, dass wir dann auch gefragt werden, ob wir das alles haben wollen. Gut, okay. Sind hier noch mehr? Schauen wir mal. Da ist das ein Raider oder? Beruhigen. Warte mal. Keine Bewegung, Agent. Okay. Der ist ruhig. Ich glaube, das ist gar kein Raider. Ne? H222. Das ist irgendein Agent. Gut. Haben wir hier jetzt geputzt oder nicht? Sind jetzt alle weg? Die Luft ist rein, denke ich. Das hier ist H222. H2, das ist der Mensch, von dem ich dir erzählt habe. Der steht da hinten. Okay. Der steht da hinten irgendwo. Warte mal, wo war denn das? Der stand da hier irgendwo. Jetzt geht's hier nicht weiter, weil ich den Typ beruhigt habe, oder was? Hallo. Die Luft ist rein, denke ich. Das hier ist H2. Okay, jetzt muss ich H222 wiederfinden. Der steht da hinten. Ja, dann komm mal her, Junge. Genau, komm mal her. Jetzt nochmal. Entschuldigung.
Die Luft ist rein, denke ich. Das hier ist H-222. H-2, das ist der Mensch, von dem ich dir erzählt habe. Na, jetzt geht's auch weiter. H-2, wir grüßen. Schön, dich kennenzulernen, H-2. Noch ein Mensch, der sich tatsächlich freut, mich zu treffen. Daran muss ich mich erst noch gewöhnen. Denk dran, was ich dir gesagt habe, H-2. Ich werfe das Signal an. Okay, dann werfen wir das Signal an. Ja, gut, dass ich den nicht erschossen habe. Was machst du denn jetzt? Erledigt. Ich gehe dann mal. Pass auf H2 auf. In Kürze wird jemand kommen. Okay, das heißt, ich muss jetzt auf ihn hier aufpassen? Echt jetzt? Aber du weißt schon, wo du hin willst, oder? So, was mache ich jetzt hier? Okay. Kann es sein, dass du zu mir willst, Bursche? Warte, ich geh mal beiseite. Oder er will... Ganz ruhig. Nicht schießen. Ausputzer. Richtig? Hab schon von dir gehört. Bist dem Weg der Freiheit gefolgt und hast beim Switchboard aufgeräumt. Freut mich, dich bei uns zu haben. Okay, schön, dich kennenzulernen. Schön, dich kennenzulernen. Die Freude ist ganz meinerseits. Schauen wir uns mal unseren Freund an. Hey, du, alles in Ordnung? Ein bisschen nervös, aber es ging mir nie besser. Der andere Mann, er hat gesagt, ich soll nicht zu viel reden. Da hat er recht, H2. Du brauchst einen echten Namen und ein neues Gesicht. Aber dazu kommen wir noch. Mir sind noch mehr Raider gefolgt. Wir brauchen wohl noch mehr Hilfe. Ich erlege das. Mehr Raider? Kein Problem. Ihr schweren Kaliber aus dem Hauptquartier macht keine halben Sachen. Wir müssen zum Unterschlupf Ticonderoga. Das ist mein Zuhause. Viele der neuen Synths kommen dort unter, bis wir sie aus dem Commonwealth schmuggeln. Okay. Schön, dass du bereit bist, das für uns zu tun. Ja. Arbeite die Sünden meiner verkorksten Jugend ab. Ich gehe vor. Okay, gut, dann gehst du vor. Und ich muss gucken, dass hier keine Raider auf dich ballern, oder was? Dann wollen wir hoffen, dass du lebend ankommst. Und lauf bitte nicht hier so zickzack, ne? Warte. Oh, scheiße, nein! Echt jetzt? Ich bin gleich da vorn, wenn du mit dem Plündern fertig bist. So. Gut. Gut, dass er weiß, dass ich plündern will. Gut. Warte mal, da ist noch wer. Los, verpiss dich! Alles gut, H2? Wir müssen weiter. Okay. Ja, gib doch her. Gib doch einfach her. So. Gut, wo ist H2? Kommt er überhaupt hinterher? Das war ein großer Fehler. Ich bin verdammt froh, dass das Hauptquartier heute Verstärkung geschickt. Okay. Ja. Tat. Gut. Okay. Ich bin soweit. Ach, da ist H2. Ja, und jetzt? Ja, genau. Geh mal weiter. Hat der gerade das Auto umgeschmissen? Alter, bist du ein harter Brocken. Der hat das Auto umgeschmissen. Oder sind die Autos so leicht? So, was jetzt? Also ich sehe hier keine Raider. Könnte es sein, dass ich hier schon aufgeräumt habe, weißt du? Ich weiß es nicht genau. Ich habe schon so viele weggeballert hier. Ich will mal gerade gucken. Ne, ich glaube, hier war ich noch nicht. Zumindest ist hier noch nichts aufgeschaltet. Na ja, gut. Was denn nun? Hier ist keiner. Okay, sprich mit Hi-Rise. Okay, jetzt muss ich mit dir reden. Hey, Hi-Rise. Und da sind wir auch schon. Eine ganz normale Nacht für einen Agenten, was? War einfach auf jeden Fall. Gehört alles zum Service. Ich glaube, ich werde dich sogar noch mehr mögen als Glory. Wenn du je Essen, Kugeln oder auch nur ein Nickerchen brauchst, komm mit dem Aufzug hoch nach Ticon.
Bist stets willkommen. Aber jetzt muss ich mich erstmal um H2 kümmern. Bis später. Okay, das war jetzt alles? Das heißt, wir müssen jetzt wieder zurück, oder was? Echt mal, ich hab mehr erwartet. Da liegt hier nicht mal was rum? Außer ein Putzeimer und ein Besen. Echt mal. Ach, was soll's. Machen wir uns dahin. Ich nehme an, ich muss zurück zur Railroad. Genau. Machen wir uns dahin. Moment mal. Jetzt sind wir schon direkt hier drin. Ist ja cool. So, okay. Mit wem muss ich denn jetzt reden hier? Mit Emma. Okay. Die Sache mit H222 wurde ja offenbar zur allgemeinen Zufriedenheit erledigt. Aber es gibt noch mehr, was getan werden muss. Seit dem Untergang des Switchboards haben wir den Status aller Unterschlüpfe bis auf zwei ermittelt. Ich möchte, dass du nach Augusta schaust. Nicht mein Boss. Erzähl mir mehr. Noch mehr Unterschlüpfe und in Schwierigkeiten? Die Unterschlüpfe sind ebenfalls in Schwierigkeiten? Ich dachte nur, das Switchboard sei angegriffen worden. Ah, das Institut hat sich nicht damit begnügt, nur unsere Basis zu zerstören. Nein, sie haben parallel dazu alles angegriffen, was uns wichtig ist. Die Unterschlüpfe Herkimer und Allen haben wir definitiv verloren. Viele befürchten, Augusta ebenfalls. Okay, ich mach das. Mach ich. Genaueres erfährst du am toten Briefkasten. Sei vorsichtig. Es kann sehr gut sein, dass dich etwas Übles erwartet. Gut. Werden vorsichtig sein. Aber weitermachen wir in der nächsten Folge. Ich sage bis dahin und tschüss.